So, unter der langen Treppe, ist das diese lange Treppe hier? Ach nee, im Nebengebäude hat er gesagt, ne? Das muss ja dann wahrscheinlich irgendwo hier sein. Irgendwo hier vielleicht, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist das die lange Treppe hier? Okay, hier kann man theoretisch runter. Warte mal. Also wir sind schon ziemlich genau da. Gucken mal, ob wir hier irgendwas sehen. Können wir hier hochsteigen? Ah, das geht immer noch, ne? Ah, guck mal, hier ist auch noch eine Leiter nach unten. Okay, hier darf sich gewaschen werden. Das ist schon super spannend hier, was der jetzt gemacht hat. Aber ich glaube, die meinen tatsächlich hier in diesem Teil hier. Und ich tippe mal, ich würde mal hier runtergehen und mal gucken, was da unten ist. So, wir brechen uns bitte jetzt nicht das Genick. Ach, guck mal an, hier ist Blut. Hier ist der Stein auf ihn gestürzt. Man sieht noch die Flecken. Ja gut, der ist natürlich. Na, guck mal, hier ist noch ein Stück Stein. Das muss der Stein sein, der ihn getroffen hat. Ich nehme ein Stück mit. Vielleicht weiß jemand mehr. Ja, guck mal an. Gott, hier geht's aber noch. Heieiei. Was ist das denn hier unten? Schürfen die hier Stein, was? Sollen das mal hier die Katakomben werden oder so der Kirche? Ja, hier. Spannend. So, dann werden wir mal ergründe die Herkunft des schlechten Steins. Wo kann man das machen? Die Herkunft des schlechten Steins müssen wir tatsächlich in Thalenberg erfragen. Okay. Ach, wahrscheinlich von dem Steinbruchmeister oder sowas. Oder jemand ist im Badehaus, den wir da fragen können. Gerade, weil hier ist das Zahlenberger Badehaus. Ah, dann sprechen wir erstmal mit Leszek, aber der ist jetzt ja hier weiter im Dorf. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt hier einmal bei Johanka schlafen. Und machen das am nächsten Tag. Und dann müssen wir sowieso nochmal ins Dorf wegen dem Testament und so weiter. Dann nutzen wir jetzt mal hier die Nachtruhe. Sattheit sieht auch nicht so gut aus. Wir können auch noch mal gleich was essen. Wir müssen jetzt ja 5 Tage lang nicht überfressen sein und wir dürfen auch nicht hungrig sein, denn dann kriegen wir einen Bonus. Wir versuchen das mal irgendwie hinzukriegen. Und dann legen wir uns mal hier ins Lazarett. Hier ist ja unsere Schlafstelle, die wir schon kennen. So, dann würde ich sagen, nicht zu kurz, weil wir wissen ja, die stehen hier immer nicht so lange oder so früh auf. 7, 8. Ja gut, wir müssen was essen, waschen, bis Leszek dann da ist. Ja, mach mal 7. Komm. So. Müssen wir gleich nochmal was essen? Gucken wir, dass wir gleich nochmal irgendwie so einen Topf finden. Weil unsere Sattheit ist jetzt schon wieder bei 63. Ich weiß nicht, wie schnell sich das hier auffüllt, aber hier dürfte wahrscheinlich nichts mehr drin sein, ne? Natürlich nicht. Ja, gucken wir gleich. Wir fänden auch bei der Schenke noch irgendwo Töpfe. Hier oben war, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Guten Abend, Flox. Ja, sehr schön. Es freut mich, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten Abend dir und viel Spaß beim Weiterzusehen.
Und also sozusagen im Lurk, ne? Und ja, schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. So, guck mal, jetzt haben wir unseren Topf. Wir haben unsere Sattheit da. Dann gucken wir es nochmal, dass wir den Leshek nochmal treffen. Ist der jetzt immer noch da unten? Oder ist der jetzt woanders? Ne, der ist immer noch da. Gut, dann sprechen wir einmal mit Leshek. Nehmen wir Pebbles mit? Ja, wir nehmen Pebbles mit. Komm. Wir müssen dann eh nochmal ins Dorf dann. Dann muss Pebbles nicht die ganze Zeit nur doof rumstehen und wir können auch nochmal ein bisschen unseren Reitskill verbessern hier. Wenn es auch nur ein paar Meter sind. Komm mal her, Pebbles. Einmal bitte rückwärts, einmal drehen. Perfekt. Deine Hand ist immer noch taub. Hattest du uns das erzählt, dass deine Hand taub ist? Ja, dann gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle. Oh, alleine, Entschuldigung, aber ganz ehrlich, alleine die Geräusche, wenn man unter dem Torbogen durchreitet, hat schon. Ah, das klingt schon wie einen guten Film. So. Da war der irgendwo hier, ne? Leshek, der war hier irgendwo hier unten. So, komm mal her, mein Freund. Wir müssen einmal mit dir sprechen. So. Danke, ja, ist so eine Nervengeschichte. Okay, ja, das klingt danach. Wie gesagt, gute Besserung. Kannst uns sehr gerne auf dem Laufenden halten, wenn es dir da besser geht. Leshek, Mensch, das Glück war ja und schnell. Gesundheit. Du hast den Schädel gefunden. Ich hörte, du hast etwas gefunden. Das stimmt, bei der Arbeit. Hab es aber gleich verschwinden lassen, damit die anderen es nicht sehen. Aber Gerüchte kamen dann trotzdem auf. Was sollten die anderen denn nicht sehen? Jetzt halte ich fest. Ein Dämonenschädel. Na klar. Weil, ja, auf geweihtem Boden. Ja, jetzt müssen wir natürlich so tun, als ob wir das glauben, oder? Hier? Auf geweihtem Boden? Mitten auf dem Klostergelände? Hab ihn außerhalb der Mauern gefunden. Wo genau? Gibt es dort noch andere Auffälligkeiten? Nein, nur die Gerüste halt. Wir wollten sie erweitern, also mussten wir dort Fundamente graben. War es wirklich der Sch also diese Fragen, ne? Und du bist sicher, er gehörte einem Dämon? Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich erkenne einen menschlichen Schädel, aber dieser hatte Hörner. Außerdem sonderte er einen höllischen Gestank ab. Wir müssen natürlich ein bisschen relativieren. Die glauben natürlich jetzt auch noch, dass die Sonne sich um die Erde dreht, ne? Also, wir sind ja in einer anderen Zeit. Man kann das natürlich nicht mit heute vergleichen. Und wo ist er jetzt? Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe ihn zum Fluss gebracht, um ihn hineinzuwerfen. Aber dann ließ ich ihn fallen, sodass er hügelabwärts rollte. Weiß der Teufel, wo der hingerollt ist. Vielleicht finde ich ihn. Super. Alles Gute. Das sind alles Profis da. Das sind Profis. Gut, wir suchen den Schädel. Da hinten irgendwo. Hier, ach Gottes Willen. Ja gut, dann, ne? Ne, brauchen wir nicht. Die halbe Hand ist taub und dauerhaft eingeschlafen. Ja, das ist unangenehm. So, wie kommen wir jetzt am besten zum Fluss? Kamen wir da hinten zum Fluss? Wissen wir das? Ich weiß, dass es hier irgendwo noch lang ging. Hier bei der Köhlerei. Kommen wir hier auch zum Fluss runter? Stimmt. Das sieht sehr gut aus. Oh, das ist hier aber eng hier. Ah. Gewusst wie. Negativ. Schade. Okay, wir kehren nochmal um. Hier ist leider auch kein Stein, wo wir rüberreiten können. Keine Furt oder so. Ja gut, dann reiten wir einmal ums Kloster herum, ne? Dann machen wir das anders. Was ein Rumgereiter heute schon wieder hier. Aber nicht so schnell reiten hier. Sonst erschrecken die sich hier beim Kloster noch.
Die müssen auch denken, jeden Tag kommt dieser komische Typ mit dem, dieser Ritter hier, jeden Tag kommt der hier an. Die müssen auch denken. Und hier haben wir noch früher Unkraut gejätet. Erinnert euch noch? Guck mal, wo wir es schon hingebracht haben. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, verfranst. Wo ist denn das? Kommen wir hier nicht raus? Ja, hier durch die Tür höchstens, ne? Da hätte es doch noch durch die Tür gegangen. Da wäre vielleicht besser gewesen. Da wäre auch noch ein richtiger Weg gewesen. Ja, oder da. Aber das ist die Frage. Da ist jetzt keine Tür eingebaut. Ja, weiß ich nicht. Guck mal, ob wir da rauskommen. Ach, guck mal, da ist zumindest eine Tür. So, aber da können wir natürlich mit den Pebbles nicht durchreiten, ne? Klar. Also, machen wir das ganz fortschrittlich. Wir gehen einmal hier hin. Wir lassen Pebbles da einfach stehen. Komm, das finden wir jetzt auch per Hand hier. Ich könnte jetzt Pebbles rufen, aber komm, das ist jetzt auch. Das wäre halt geil, wenn man die hier irgendwie leeren könnte, ne? Aber das können wir nicht, ne? Wir können hier nicht. Oh doch, wir können öffnen. Oh, Honig. Oh, da sage ich nicht nein, ne? So. Wer weiß, wofür der gut ist. So, er wollte den ja den Fluss runterwerfen und dann ist er hier ins, ne? Hat er hier. Guck mal, hier ist auch noch der Abort hier. Mist. Ja, schön. Na gut, also. Normalerweise rollen Gegenstände ja nach unten und nicht nach oben. Also werde ich sagen, suchen wir eher weiter unten. Das ist doch bestimmt irgendein Tierschädel. Das ist doch irgend sowas. Ich hoffe nicht, dass wir wie tauchen müssen. So ein Scherz daher. Mal gucken, so ein bisschen mehr im Questgebiet hier. Wir sind voll im Questgebiet. Das kann jetzt alles hier unten sein. Interessanter Ort. Ah, guck mal an. Was ist da denn da Schönes? Schnaps! Ja, voll! Komm, den nehmen wir gleich mal mit. Wir sind ein bisschen, also was das angeht mit Clown und sowas, ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich mich jetzt meine Meinung geändert habe, aber wir sind ein bisschen entspannter geworden, was das angeht, ne? Wenn hier sowas rumsitzt, dann nehme ich das dann auch mal schon mal mit. So, hier unten ist es jetzt tatsächlich nicht. Kann natürlich irgendwas Gebüsch gerollt sein, ne? Brennnessel, ja, das ist toll. Nehmen wir mal mit. Könnte natürlich auch irgendwo hängen geblieben sein hier an diesen Holzdingern, aber da sehe ich jetzt nichts. Nächste logische Stelle wäre irgendwo an einem Stein oder hier irgendwo drunter. Hier vielleicht irgendwo an der Seite, ja. Gucken wir mal hier. Ne, hier ist auch nichts. Gut, dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Wenn ich helfen soll, ruf bitte einfach. Hab dafür am Anfang eine Stunde gebraucht. Ja, noch habe ich, suche ich selbst. Wir machen das ganz systematisch. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind ja noch im innerhalb des. Ja, wir sind schon außerhalb des Questradius. Da oben. Also es muss irgendwo hier in diesem Bereich sein. Vielleicht hat ihn jemand aufgehoben, hat ihn irgendwo hier in den zum Hühnerstall gesteckt. Oh, Hahnfedern, Spinnennetz, ne, das nehmen wir nicht mit. Komm. Das wäre halt auch witzig, ne, wenn das jetzt irgendwo hier liegt einfach. Irgendwo auf dem Mist. Oder im Klo. Wahrscheinlich nicht. So, also lass uns mal überlegen. Er wollte das hier zum Fluss bringen, ist im Haus Sand gerollt, ist runtergerollt. So, dann muss es ja irgendwo hier sein. Na, wir sind jetzt hier oben an der Spitze und jetzt gehen wir einfach mal hier diesen Bereich ab und dann nochmal die Grenze zu dem anderen Bereich und dann gucken wir nochmal. Aber Phlox, du kannst mir, weißt du, was du mir sagen kannst, ob ich schon vorbeigelaufen bin oder ob ich noch gar nicht da war, das kannst du mir ein bisschen verraten.
jetzt hier ist nichts, ne? Jetzt vielleicht unter irgendeinem losen. Was? Unter irgendeinem Dielenbrett. Warte mal, das sieht doch. Ich tippe ja irgendwo, dass das irgendwo. Vielleicht im Schilf irgendwo hier. Oder irgendwo. Ich habe ja schon überlegt, ob das irgendwo hier an der Seite irgendwo liegt hier. Im Wasser oder sowas. Aber man sieht nichts, ne? Ich meine, tauchen kann ich nicht. Du warst noch gar nicht da und dein erster Gedanke, Thema Rollen, Dein Thema Rollen war eigentlich die Lösung. Ja, warte mal. Der hat doch, wenn der Hörner hat, rollt er doch gar nicht so gut, ne? Wie blöd. Ja klar, der ist ja nicht kreiskugelrund. Der muss ja wahrscheinlich irgendwo noch weiter oben liegen, hä? Der macht ja... Der kann doch gar nicht so gut rollen mit seinem... Mit den Hörnern. Das Wasser ist nicht kalt, kannst ruhig reinspringen. Ja, toll, aber wenn ich da ins Wasser springe, ich habe eine Rüstung an, roste die nicht? Sollte ich die Rüstung vorher aussehen? Ist das tief? Ja, stimmt. Wenn man ganz, ganz genau ist, zeigt der Questradius auch so ein bisschen an, dass es eventuell noch da liegen könnte, ne? Die Frage ist, ob wir da wieder rauskommen. Na gut. Dann wollen wir mal hier. Haie gibt's ja noch nicht hier. Na, guck mal an. Was haben wir denn da? Ah, ja. Der sieht echt aus, aber ich bin kein Experte. So, dann gucken wir mal, dass wir den Steg wieder hochkommen hier. Ja, perfekt. Bring den Schädel zum örtlichen Schinder. Wer ist das denn schon wieder? Das ist ja echt eine Lauf- und Sammelquest. Ach, guck mal. Das ist doch perfekt. Letzter Wille, Steinschlag, das ist alles da unten. Na, wunderbar. Es fügt sich. Ja, ich glaube, Flocks im Wasser hätte ich auch nicht geguckt. Wahrscheinlich. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht vermutet, dass die mich ins Wasser laufen lassen. Von der Quest her. Aber an sich ist das natürlich das, womit sie auch dann, ich sag mal, ein gewisser Weise ein Stück weit spielen, weil genau dieser Gedanke. Diesen Gedanken werden da mehrere, also viele haben. So. Gut, Peppis, dann komm mal her. So, der Sattheit sieht gut aus. Und dann einmal aufsitzen. Also wir wissen, wir haben ein Stück Stein, wir haben das schon versucht, jetzt müssen wir das nur nochmal mit dem Schädel klären. Und dann müssen wir eh hin wegen dem Testament, also wunderbar. Es fügt sich alles. Heute mal ein bisschen der Nebenquest Montag. Aber wir haben auch mal ein bisschen Zeit dazu jetzt. Das ist das Schöne. Ja. So. Ja. Genau, hier ist das, hier ist die Schenke. Da haben wir auch schon genächtigt. Hier haben wir Fritz und Matthäus getroffen. Hier ist das Badhaus. Ich würde ja gerne mal... Das machen wir mal abends. Wir haben jetzt Badehaus frei Haus mit unserem Skill. Ich würde sagen, das nutzen wir dann auch mal demnächst. Was ist hier was los, ne? Hier muss man echt aufpassen hier beim Reiten. Wenn hier niemanden umreitet hier. So, und dann wollen wir mal hier
mit dem guten Pfarrer sprechen. Zeigen wir mal den Mundschädel und wir geben das Testament mal. Und das Pferd lassen wir natürlich hier stehen. Das drehen wir natürlich nicht mit rein ins in die heiligen Mauern. Da haben wir genug Anstand. Ach halt, Eingang ist natürlich auf der Rückseite, wir wissen das. Wir laufen jedes Mal falsch, deswegen einmal richtig laufen, sehr schön. So, oh, herrlich. Ich mag einfach dieses... Ah, ist das schön. Leider, das an der Stelle nochmal kurz für die YouTube-Zuschauer, weil das oft auch die Frage kam, oft. Jetzt hier sieht das ja wirklich gestochen scharf aus und es tut mir tatsächlich ein bisschen leid, dass das dem Video dies nicht ganz so ist. Das liegt so ein bisschen an dem Schneiderprogramm. Ich habe schon da versucht, ein bisschen was anzupassen und zu verbessern. Es hat halt einfach seine Grenzen. Ich werde aber in der nahen Zukunft da nochmal versuchen, mich nochmal ein bisschen beraten zu lassen und vielleicht da nochmal irgendwann zuzuschlagen und mir vielleicht mal ein ordentliches Schneideprogramm zu besorgen, was dann auch die Qualität widerspiegelt, die wir hier auch im Spiel haben, weil das tatsächlich ein bisschen schade ist, wenn das bei einigen Spielen dann so ein bisschen untergeht. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Weiß ich leider selber, aber soll der Story ja keinen Abbruch tun, aber ist natürlich hier jetzt wirklich gerade schön, hier im Stream zu sehen, wie dann doch scharf, dass auch die Wände und die Malung sind. Und ein bisschen schade für diejenigen, die es auf YouTube schauen. So, Pater Fabian. So. Vinzenz aus Meerhoyet schickt mich. Pater, Vinzenz aus Meerhoyet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Seinen Sohn Elias suchen wir auch. Ach so, ich habe seinen letzten Willen. Und wir suchen seinen Sohn. Aber seinen letzten Willen haben wir vor allem. Ich habe hier Vinzenz letzten Willen. Gott sei uns gnädig. Was ist denn passiert? Vinzenz ist schwer krank. Eine schlimme Seuche sucht Meerhoyet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vinzenz ist am Leben? Ja. Noch. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch länger unter uns weilen lässt. Danke, dass du mir sein Testament gebracht hast. Im Falle seines Todes kümmere ich mich darum. Hier hast du ein paar Münzen für den Aufwand. Hab Dank, Pater. Wie viel kriegen wir jetzt? 175 Groschen. Heieiei. Ah, jetzt können wir nicht mehr mit ihm sprechen, ne? Hätten wir vielleicht was mit dem Sohn noch machen müssen, aber gut. Und, wen können wir jetzt fragen wegen dem... Gott behüte dich. Sollten wir nicht eigentlich den Schieber hier auch fragen wegen dem Dämonenschädel? Ach, der ist da. Ach, okay, ich dachte, wir müssen jemanden im Gotteshaus nach dem Schädel fragen. Na gut. Dann gehen wir wieder. Kann man mit denen nochmal sprechen? Pater, ich möchte noch einmal wegen St. Jakob mit dir sprechen. Ich sagte dir bereits, dass ich hier nicht weggehe. Ach, guck mal, wir können jetzt nochmal versuchen zu überzeugen, ne? Na, aber das ist doch Quatsch. Eigentlich ist das doch Quatsch, oder? Wir haben die Quest ja eigentlich auch schon abgeschlossen. Und die andere arbeitet jetzt ja auch weiter. Also eigentlich ist das irgendwie unsinnig, oder? Chat? Das brauchen wir nicht. Schreib's in Chat. Wir gehen erstmal weiter. Aber eigentlich ist es auch Quatsch, den zu überzeugen, weil wir haben das ja auch schon abgeschlossen mit der Agnes da. Wenn ihr weißt, vielleicht wisst ihr ja, dass es da irgendwie weitergeht. So, da ist er, der Schieber. Das wird er wohl sein, ne? Der Totengräber, ja. Ist das ein Problem? Mhm. Nö, eigentlich nicht. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Das soll angeblich ein Dämonenschädel sein. Ich habe diesen Schädel gefunden. Es heißt, er gehörte einem Dämon, aber ich bin mir da unsicher. Sieht jedenfalls so aus. Die Hörner und alles. Zeig her. Da hat wer ein Geweih an einem Menschenschädel befestigt. Es ist kein Welche Dämon, Überraschung. Sondern ein schlechter Scherz. Das beruhigt mich. Jemand muss ihn absichtlich dort abgelegt haben. Jemand, der wusste, dass man dort graben würde. Und er hat sich viel Mühe gegeben. Die Hörner sitzen felsenfest, obwohl das Teil im Wasser lag. Wer das getan hat, war ein geschickter Mistkerl, sag ich dir. Dann viel Glück. Naja, wir wissen ja, dass das Gerüst da gebaut werden sollte. Also haben die ja versucht, die wollten ja das Gerüst fertig bauen. Genau, Gerüstbauer.
Was hast du hier zu schaffen? Hallo, ich habe dich gerade gefragt und jetzt verschreibst du mich hier. Das ist ja einfach. Also das zu wissen, was wer das was vergraben kann. Aber klar, das geschickt mit den Händen sein. Das ist vielleicht nochmal ganz noch spannend. Die ist ganz schön aufwendig hier, diese Nebenquest mit. Mit dem Schädel hier. Müssen wir mal gucken. Smola, die sind beide da, ne? Ja. Gut, die sind beide in dem Bereich. Dann gehen wir da natürlich nochmal hin. Oh, wir haben auch wieder eine Stufe im Reiten und haben auch einen Spezialisierungspunkt verfügbar. Den gucken wir uns gleich mal an. Beim Reiten ist das immer ganz interessant, wegen den Punkten. Und ich bin hier falsch, ne? Schön. Ja, ich bin zu früh abgebogen. Ja, stimmt. Das Pferdenavigationsgerät hat mal wieder versagt. Ist gar nicht so schwer, hier über diese Brücke zu sehen und hier rüber zu reiten, ne? Man möge meinen, es ist gar nicht so einfach, nicht so schwer. Ja. Gut. Na, dann komm mal her, Leszek. Wir haben ein Wörtchen zu sprechen. Oder Smola. Kennen wir diesen Smola eigentlich schon? Ich habe das Gefühl, mit dem haben wir noch gar kein Wort geredet. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Oder haben wir mit dem schon gesprochen? Ich meine mich nicht zu erinnern. Aber vielleicht liegt er auch falsch. Gut, dann reden wir mal mit Smola. Einer von den beiden muss es ja sein. Das ist der Bruder Pförtner. Das ist ein Steinmetz. Das ist auch ein Steinmetz. Das sind alle Steinmetze hier. Wer ist denn Smola? Ja. Sitzen die ja wieder in dem anderen Haus? Hier oben waren wir noch nicht, ne? Nee. Geil. Wieder bei Arbeit 5, das ist ja cool. So, da oben im Gerüst sind die auch nicht, ne? Na, gucken wir nochmal hier. Der Leszek war ja eigentlich unten, ne? Aber der war ja eigentlich gar nicht hier. Aber der sieht doch. Das ist der Baumeister. Ach, guck mal, das haben wir nachts gar nicht gesehen, richtig, ne? Schauen wir uns das mal an. Guck mal, so soll es mal aussehen hier, wenn es fertig ist. Das ist ja cool. Hier wird das richtig fein gemacht hier, schaut mal. Das ist ja cool mit dieser Miniatur hier. Ja, da haben wir noch ein Stück vor sich, ne? Smola, der Schreiber. Ah, der Schädel ist eine Fälschung. Wollen wir das jetzt schon verraten? Machen wir es mal Leszek suchen. Hast du Leszek, den Gerüstbauer, gesehen? Hab ich. Was willst du denn von ihm? Ich möchte mit ihm über den Schädel sprechen. Ach ja? Das ist interessant. Wieso? Er wollte, dass ich ihn heute Abend am Gerüst treffe, um mir etwas Wichtiges zu sagen. Er wollte etwas beichten. Naja. Also hatte er doch die Finger im Spiel. Ich wusste es. Vielleicht, aber dann hat ihn bestimmt jemand dazu angestiftet. Er scheint mir nicht jemand zu sein, der so etwas allein ausheckt. Ich will ihn heute Abend treffen. Möchtest du mitkommen? Ja, es ist sicherer, wenn wir beide gehen. Na, unbedingt. Gut, wir treffen uns am Abend. Wenn ich nicht unten bin, sieh oben nach. Werde ich. Na, dann haben wir das ja schon mal gemacht. Dann wissen wir ja schon mal. Dann war es ja gut, dass wir nicht zu Leszek gegangen sind. Am Abend. Das heißt, wir haben jetzt bis abends Zeit. Was haben wir es denn? Wie viel Uhr haben wir es denn? Um 1. Das ist natürlich jetzt auch eine blöde Uhrzeit, ne? Wir könnten nochmal schauen, ob wir
ob das Herbarium hier irgendwo liegt, ne? Wir haben einen Silberring, haben wir noch. Können wir den eigentlich anziehen? Nee. Haben wir denn den gefunden? Lass uns den mal bitte in die Satteltasche packen. Der geht mir sonst hier unter. Wann haben wir den denn gefunden? Den müssen wir in irgendeiner Kiste mal gefunden haben. So, genau. Questlog wollte ich eigentlich. Was können wir denn jetzt machen derzeit? Also da müssen wir warten, bis abends ist. Ich weiß nicht, wie langwierig das hier ist, ne? Ich befürchte aber, wenn wir da erst rausreiten, dass das eine längere Geschichte ist, ja. Weil ich befürchte, dass das auch wieder was mit Kämpfen zu tun hat. Das wird bestimmt nicht so einfach sein. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger für brauchen. Genau, die Seuchengeschichte ist durch. Die kostspielige Schlägerei haben wir auch schon gemacht. Da jetzt aber hinzureiten wäre auch Quatsch, jetzt erstmal wieder rauszureiten aus dem Dorf. Können wir das mit den Heilkräutern machen? Beschaffe Heilkräuter für Samek. Wir müssen aber wissen, was für Heilkräuter. Das sollten wir eigentlich in diesem Herbarium ja nachlesen. Das Blöde ist bloß, das ist hier nirgendwo, ne? Das ist hier dieses komische andere Buch. Und das ist hier gegen Flöhe und Warzen und sowas alles. Das wissen wir zwar, wir können zwar lesen, aber das hilft uns jetzt nicht hier, um den hier zu heilen. Und hier wissen wir ja, dass es diese ganzen anderen Krankheiten ist, ne? Das, was wir das letzte Mal gelesen haben. Und der braucht ja irgendwas Schmerzmittelmäßiges, ne? Das ist dann noch so, das wird auch so ein bisschen so ein Mysterium hier, die Quest. Ich gehe mal kurz ins Questlog da. Genau, ich muss herausfinden, wie man Samek helfen kann. Er hat ein violettes Kraut erwähnt. So. Das ist Samek, der Steinmetz. Was willst du? Ja, und jetzt können wir ihm jetzt irgendwelche Kräuter geben, aber Gott das ist ja. Behüt dich. Das wäre ja Quatsch. Wir müssen erstmal wissen, welche Kräuter. Und das hieß ja irgendwie im Herbarium und so weiter. Aber das haben wir jetzt erst geschrieben. Das bringt uns jetzt also nichts. Wir haben keine Beinhose an. Können wir die eigentlich anziehen? Wartet mal. Einen Moment ganz kurz. Abbrechen. Nee. Ist das eine Beinhose? Oder ziehen wir die anstatt an? Ah, ne, guck mal, das ist tatsächlich eine Beinhose, die wir drunter ziehen können. Dann machen wir das doch auch. Eine Halskette haben wir noch nicht. Und einen Ring, aber den Ring können wir auch interessanterweise nicht ausrüsten, den wir da haben, den Silberring, ne? Jemand aus dem Chat, der sich mit dem Spiel auskennt, mal sagen kann, was für Halsketten und man ringt. Oh, wir können mal gucken. Ich weiß gar nicht, können wir vielleicht sogar Biancas Ring tragen. Das wäre nochmal interessant. Den haben wir aber leider nicht dabei. Der ist in der Truhe. Ja, okay. Muss mal gucken. So. Tja, was machen wir jetzt? Warten wir jetzt einfach, bis Nacht ist? Oder gehen wir hier nochmal raus? Ich befürchte, dass das länger dauert. Und dafür würde ich tatsächlich vorher gerne geschlafen haben. Also mein Plan wäre tatsächlich jetzt bis abends zu warten, bis zum Sonnenuntergang. Was ein bisschen... Achso, können wir nochmal irgendwas hier machen? Warte mal, wir wissen doch, dass hier noch ein Schmied war, der auch noch so ein Bruchstück hat. Der noch ein Bruchstück hat für dieses Schwert. Ich glaube, einer von den... Nee, das war irgendeiner hier bei der Schenke hatte das auch, aber ich weiß nicht mehr wer. Irgendeiner hatte da so ein Bruchstück auch. Von diesem Schwert. Warte mal, haben wir das schon in dieser Aktivitätenquest herausgefunden? Ja, aber wir haben es nicht. Wir haben eins, aber... Wir wissen, ich hätte mir mal merken sollen, wo die alle waren, aber ich weiß, dass eins auf jeden Fall in der Schenke war. Lasst uns da mal nochmal kurz hinreiten. Ich weiß nur nicht, wer das... Das hatte irgendeinen...
Irgend so ein Typ, den hätten wir da beklauen können oder sowas. Nicht der Wirt selbst, aber irgendjemand da bei der Schenke hatte das. Der war dann aber abends nur da und am nächsten Tag eben nicht mehr. Oh. Vorsicht. Ich weiß aber nicht, wer das war. Ja. Kann natürlich sein, dass der einfach nur da war, um, weil er sich da irgendwie, ja, keine Ahnung, dass der hier gar nicht gearbeitet hat, sondern hier einfach in der Schenke war, um was zu trinken. Die haben ja alle ihren täglichen Arbeitsablauf. Der war abends, oder saß in der Schenke, aber puh, der kann ja auch jemand anderes gewesen sein. Aber vielleicht sitzt der ja hier irgendwo. Bürger. Der hat auf jeden Fall auch einen Namen. Aber es war nicht der Wirt. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ja, nee. Der war es nicht. Aber der saß vielleicht sogar drin. In dem Wirtshaus. Aber das wird jetzt nicht mehr sein, ne? Nee. Der saß hier. Der saß irgendwo hier und dann... Ich muss mir das vielleicht nochmal angucken im VOD. Und dann muss ich mir das nochmal aufschreiben. Weil wir hatten einige Leute schon gefragt, die Bruchstücke hatten. Und, genau, wir hatten, glaube ich, auch den Waffenschmied gefragt und diesen Schmied. Ich muss mal gucken. Ich würde da nochmal rüberrennen einmal. Und der eine Schmied hatte das auf jeden Fall nicht. Der hatte gesagt, so einen Quatsch kauft er nicht. Das weiß ich noch. Und der andere war, glaube ich, der dieses Bruchstücke haben wollte, ne? Zach, war der das hier? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Nee, da war das nicht. Doch! Der Schmied aus der Stadt ist hinter den Bruchstücken des Schwertes einer gewissen Königin von Saba her. Ein Pilger hat sie vor kurzem verkauft. Ich weiß nicht, aber er hat Pech. Er hätte zuschlagen sollen, dass er die Möglichkeit hatte. Ich habe meines immer dabei. Doch, er war das. Es bringt Glück und steht nicht zum Verkauf. Nicht einmal... Nicht mal für das Gold des Königs. Mach's gut. Das heißt, wir müssen bei ihm jetzt Taschendiebstahl machen, ne? Oder ihn halt in irgendeiner unangenehmen Minute einfach umhauen. Aber das ist... Was hat denn der für einen Tagesablauf? Ja. Okay, also das war der Typ hier. Ich würde ja super gerne diese Bruchstücke. Also Taschendiebstahl müssten wir lernen, ne? Wir können wahrscheinlich irgendwie an Leute rangehen, wenn die sitzen oder sowas. Wahrscheinlich nicht, wenn die laufen. Wir sind wahrscheinlich jetzt auch gerade viel zu laut. Aber wir können ihn hier umhauen mit F. Wahrscheinlich so im Sinne von ihn ausnocken, um dann an das Bruchstück zu kommen. Aber ich befürchte, er wird sich an uns erinnern, oder? Vor allem hier so an offener Straße finde ich das irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. das ist ein bisschen tricky hier. Warte mal. Komm, was soll's. Körper aufheben. Plündern. Okay. Da war nichts. Da ist gar nichts. Gar nichts passiert. Können wir den eigentlich jetzt... Mal eine blöde Frage. Körper aufheben. So, der macht hier Nickerchen, ne? Das hat niemand gesehen. Der schläft hier einfach nur. Wir sind ganz unschuldig. Ich wette, das fällt uns irgendwann auf die Füße. Verbrechen. Wir haben Verbrechen gemacht.
Wenn du beim Beginn eines Verbrechens erwischt wirst, versuchen die lokalen Büttel dich zu schnappen. Selbst wenn es dir gelingt, der Umklammerung des Gesetzes zu entgehen, bist du noch nicht aus dem Schneider. Denn die Leute werden sich eine Zeit an dein Verbrechen erinnern. Je schwerer das Verbrechen, desto länger. Okay, können wir mal... Achso, warte mal. Da ist Verbiss. Können wir vielleicht das Bruchstück einfach mal... Achso, das ist jetzt aber keine Healerware. Okay, gut. Das geht ja wenigstens. Sind wir jetzt wirklich Verbrecher? Wie lange sind wir denn Verbrecher? Sieht man das irgendwo? Ruf. Ah, warte mal. Ach, guck mal an, im Kloster sind wir Verbrecher. Aber wir wissen nicht, wie lange, ne? Und in Sasau auch. Das war also nicht gut, das so unbemerkt zu machen. Ha. Ich würde ja gerne wissen, wir können. Ich weiß, dass wir uns da aber rauskaufen können, theoretisch, aus der Nummer, ne? Ich weiß bloß nicht, wie viel das uns das kostet jetzt. Wollen wir uns mal darauf ankommen lassen? Ich würde jetzt ungern mal im Kerker sein, aber. Oder wir reiten jetzt woanders hin und versuchen, dass es irgendwie verjährt. Ja, wir müssen diese abends. Das müssen wir halt jetzt wirklich abends machen, ne? Das war jetzt vielleicht wirklich ein bisschen ungünstig, was wir getan haben. Wir haben ja niemanden getötet. Wie teuer kann das schon sein? Ach, Heinrich. Du gerätst noch auf die schiefe Bahn. Ja, wir gucken mal einfach. Ich würde tatsächlich mal wissen, wie viel das jetzt kostet und was uns das jetzt hier bringt. Oder dürfen wir uns nicht erwischen lassen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Hier sind ja auch Wachen, ne? Machen die jetzt was? Gucken wir mal. Ich würde mal gerne wissen, was passiert. Okay, hier ist erstmal keine Wache. Sind die nicht sonst mal Wachen rumgelaufen? Da ist eine Wache. Sagt er was? Nö. Der Wächter sagt nichts. Na, dann ist das doch entspannt. Der sagt auch nichts. Na gut, dann. Dann würde ich sagen, halten wir mal die Füße still. Machen mal so ein ganz kleines Schläfchen. Und oh ja, hat wie ein grinsender Pfau ausgesehen. Oh, das wollen wir mal hören. Wie sonst? Worüber freut er sich denn so? Hast du es nicht gehört? Er macht so einem Weib den Hof. Ach so, was? Na gut. Willibald? Du willst mich doch verscheißern. Hier gibt's doch keinen Weib, das den alten Bock auch nur anschaut. Außer seiner Giftnudel. Das nicht, aber sie ist nicht von hier. Aus dem Dorf ist sie nicht. Vielleicht lebt sie bei der Mühle oder bei den Köhlern. Himmel, ein fremdes Weibsbild von Gott weiß woher anschleppen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Meine Rede. Den Nachbarn fehlen schon zwei Hühner. Könnten Wiesel gewesen sein. Oder das listige Weib. Wer weiß, was das für eine ist. Könnte genauso gut so ein Bärenweib aus den Wäldern sein. Wohl kaum. Wir haben hier schon genug wilde Waldweiber. Bis auf Willibald. Ja, Drachen daheim. Okay, die Gespräche sind unter echt witzig. So, ja, pass auf, dann machen wir das so. Wir legen uns noch mal ein bisschen schlafen oder wir haben allerdings zu lesen. Aber wir treiben uns noch mal ein bisschen die Zeit, ruhen uns ein bisschen aus. Und dann werden wir abends halt im Sonnenuntergang dann hier uns mal mit dem Steinmetzen treffen. Ich denke mal, mit Leszek und dem anderen Typen. Am Gerüst. Und vielleicht ist bis dahin auch schon wieder alles vergessen. Der andere ist wieder aufgestanden, der weiß nichts von niemanden und alles ist gut. Hoffe ich.